Pfingsten. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat seinen Jüngern gesagt, wartet, bis ich wiederkomme. Aber vorher gibt es noch einiges zu tun. Und das müsst ihr nicht aus euch heraus machen, sondern der Heilige Geist wird euch kommen, euch darin führen, leiten, helfen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das war die Ausgangslage. Die Jünger waren zusammen im Obergemach, lesen wir. Etwa 120 sind sie. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie haben angefangen zu predigen, in anderen Sprachen, im Urtext steht, in anderen Zungen, und haben das Evangelium verkündigt von Jesus. Wie ist auch das gsi? Ich habe mir schon jemanden vorgestellt, wie ist auch das gsi? Haben auch die Jünger, die in fremden Sprachen geredet haben, verstanden, was sie geredet haben? Also haben sie quasi für sich Mundart geredet und rausgekommen ist eine andere Sprache. So dass aus 15 Völkern und Nationen, die dort versammelt waren, sie in ihrer Sprache verstanden haben. Oder war es eher so gewesen, wie im Zungengebet, wo sie nicht wissen, was sie sagen, aber der Geist Gottes leitet sie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eindrücklich. Ich wäre ein bisschen verschrocken. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen wäre, hier dabei zu sein. Aber mit Pfingsten war der Startschuss für die Realisierung von einem Megaprojekt, das Gott auf dem Herzen hat. Nämlich die Realisierung vom Reich Gottes. Mit der Auferstehung von Jesus ist das Reich Gottes in die Welt gekommen. Und, Jesus hat den Jüngern gesagt, der Heilige Geist wird kommen und er durch euch, mit euch, wird das Projekt Reich Gottes in dieser Welt realisieren und umsetzen. Und das erleben sie das. Und das ist der Startschuss von der Kirche. Man kann auch sagen, Gemeinde. Im Griechischen begegnet uns das Wort Ekklesia, das heisst Ekklesia, herausgerufen. Aus dem Wort ist dann unser deutsches Wort letztendlich Kirche entstanden. Kirche sind die Herausgerufenen aus der Welt, um in die Welt das Reich Gottes dürfen zu bringen. Also stört euch nicht daran, wenn ich von Kirche rede oder von Gemeinde, ich brauche das immer wieder gleichwertig. Merke aber im Gespräch mit Außenstehenden, dass das Wort Gemeinde oft ein bisschen missverständlich ist. Ja, Gemeinde, also die politische Gemeinde oder Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, Gemeinde. Und ich merke, gerade mit Außenstehenden hilft manchmal das Wort Kirche, weil dann die Leute vorstellen, Kirche, das hat etwas mit Gott und dem Jesus zu tun. Und dann sind wir schon mal in der richtigen Richtung. Und bei Gemeinde, das haben die Leute ganz spannende Vorstellungen. Darum rede ich manchmal einfach von Kirche. Ja, am Gemeindewochenende, von da kommen wir ja her, Ufert. Und am Gemeindewochenende haben wir auch über Kirche und Gemeinde nachgedacht. Gell, wir denken ja in Bilder. Wir haben so unsere Vorstellung. Und dann haben wir am Gemeindewochenende mal uns bewusst Zeit genommen, um zu überlegen, was hast du für ein Bild, für eine Vorstellung von
Chile. Wenn du an Chile denkst oder an unsere Gemeinde, was hast du für ein Bild vor Augen? Wir denken immer wieder in Bilder und Vorstellungen und das ist dann in kleine Gruppen zusammengetragen worden und so Flipchart-Blätter gemalt worden und das war der Hammer gewesen. Was da für Zeichnungen zutage gekommen sind, ich habe jetzt nicht alle mitgebracht, ich habe einfach eins mitgebracht und zwar von unseren 10- bis 13-jährigen Jungs, die dabei waren. Wenn sie an Chile denken, dann haben sie diese Sachen zusammengetragen. Chile, das ist eine Kapelle, das hat mit dem Raum zu tun, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, mit Predigen. Ich sehe, die Musik hat da einen grossen Stellenwert. Mit dem Kreuz hat es zu tun, mit Jesus, dem Evangelium, also mit der Bibel. Dann hat es Sachen, die mir heute jetzt nicht mehr ganz klar sind. Ob das der Beamer ist. Da Billard spielen, ganz unterschiedliche Sachen sind da zusammengekommen, wo wir über Chile nachgedacht haben, über unsere Gemeinde, wo wir da sind. Wir dürfen da uns mit ihnen lassen, Reich Gottes zu bauen. Weil Jesus dran ist, durch seinen Geist sein Reich da zu bauen. Die ersten Jünger sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Sie haben die anderen Sprachen predigt und der Petrus hat dann eine lange Predigt gehabt mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament. Und die Reaktion, als sie aber das hörten, die vielen Männer und Frauen, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Zuhörer sind betroffen gewesen. Und ihre Reaktion: Petrus, was sollen wir tun? Kehrt um, tünt Buße, lasst euch taufen zur Vergebung von eurer Sünde und empfangen die Gabe vom Heiligen Geist. Also allein über diesen Vers werden wir am 3. Juni an der Taufvorbereitung vertieft reden. Das ist gerade ein Anschluss an den Gottesdienst. Gell, wenn du denkst, Taufe, da wäre ein Thema, wo könnte dran sein. Am Sonntag in einer Woche, nach dem Gottesdienst, bleiben wir einfach zusammen und werden unter anderem über diesen Vers noch nachdenken, weil da steckt ein ganzer Haufen drin. Und viele sind zum Glauben gekommen, viele haben sich taufen lassen, etwa 3000. Gewaltig. Der Startschuss von der Chile. Jesus hat am Anfang gesagt: Wartet auf die Kraft vom Heiligen Geist und dann sind meine Zeugen, Zeugen von dem, was er erlebt und erfahrt, predigen das Evangelium. Und wo sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, haben sie das gemacht. Und das begegnet uns jetzt immer und immer wieder. Das erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da heißt es von Petrus: Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort: Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, und dann geht es weiter. Hat er dort eine schwierige Situation gewesen, klares Zeugnis können geben, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Ist gemeint am Betten, das ist noch wirklich ein beeindruckendes Gebet. Ich nehme noch den Schluss vom Gebet dazu, dass wir es so hören, was für Anliegen das gemeint hier hat. Apostelgeschichte 4, 30. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners, Jesus, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten,
bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Weiterhin. Und das hat mich beeindruckt. In der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde, lesen wir immer wieder davon, dass in Zeichen und Wunder passiert, aber das ist anscheinend nicht einfach so passiert. Die Gemeinde hat ein Anliegen gehabt, die Gemeinde hat für diese Sachen gebetet, dass das soll geschehen, hat eine Offenheit und eine Sehnsucht gehabt, dass das passiert. Und sie sind vom Heiligen Geist erfüllt gewesen und haben weiterhin die Botschaft vom Evangelium verkündigt. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Hat jemand eine Idee, um wen es gehen könnte? Wer haben wir so Apostelgeschichte 7? Ja, genau. Der Stephanus. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Und er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Der Stephanus bei der Steinigung, erfüllt vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 11, Vers 24. Denn er hatte einen edlen Charakter und war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Von wem könnte die Rede sein? Apostelgeschichte 11. Genau, der Barnabas. Vom Barnabas ist die Rede, und was auffällt, er hatte einen edlen Charakter, mit dem Heiligen Geist erfüllt und einen festen Glauben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt sie, aber auch einen edlen Charakter. Geistlich reifen, wachsen im Glauben, ist untrennbar verbunden auch mit einer charakterlichen Entwicklung. Das kann man nicht trennen. Man kann nicht einfach geistlich ein Reis sein, aber charakterlich ein Zwerg. Es gehört zusammen. Es bedingt einander. Denn er hatte einen edlen Charakter und war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Apostelgeschichte 9,17. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und noch ein letztes Beispiel, Apostelgeschichte 13, 52. Die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und dem Heiligen Geist erfüllt. Es kann Zeichen von Jesus Nachfolger ist, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und zwar, wenn sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Wozu dann der Heilige Geist? Wozu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Der Paulus sagt in Epheser 3, Vers 16: Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir dürfen Kraft haben und Stärke im Glauben vorwärts zu gehen. Kraft und Stärke, Botschafter zu sein von Jesus. Zeugen sein von ihm. Das Evangelium weiterzugeben. Römer 5, Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und wird unser Herz Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Es ist der Heilige Geist, der Gewissheit gibt, ich gehöre zu Gott.
erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, hat ganz viel damit zu tun, an mir gewiss sein und sicher sein, ich gehöre zu Jesus. Die Vergebung, die Jesus mir zuspricht, die gilt. Ich bin eine neue Kreatur. Ich gehöre zu Jesus. Weil der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie fest brauchen wir das immer wieder, die Gewissheit, ich darf zu Jesus gehören. In der Predigt von 3 Wochen ist es darum gegangen, dass wir den Heiligen Geist auch dämpfen, löschen, dass wir ihn zurückdrängen können. Der Heilige Geist wird uns geschenkt, aber anscheinend ist es möglich, dass man den Heiligen Geist zurückdrängt. Den Geist löscht nicht, dämpft nicht. Damit verbunden heisst auch, dass die Stärke und die Kraft schwindet. Damit verbunden heisst auch, dass unsere Gewissheit schwindet, dass wir wirklich zu Gott gehören. Dass unsere Gewissheit plötzlich anfängt zu zweifeln. Paulus sagt Epheser in Kapitel 5, 18, werdet voll Geistes. Lasst euch neu erfüllen vom Heiligen Geist. Zur Stärkung, zur Gewissheit für den Dienst, den Gott euch bereitgestellt hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ein Relais, genau. So ein klassisches altes Relais. Manche von uns kennen das noch in den alten Autos, weil man das Blinkerrelais, tak, 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 tak. Das ist ein Relais. Und das ist für mich ein Bild für ein geistliches Prinzip geworden. Was ist speziell am Relais? Ich habe euch da noch ein Schema mitgebracht. Das Relais hat hier Magnetspulen. Das ist da. Und das funktioniert ganz einfach. Man gibt einen kleinen Strom in die Spulen, also da. Ein kleiner Strom in die Spule. Was passiert, wenn Strom durch eine Spule durchgeht? Entsteht das Magnetfeld. Also mit dem Strom können wir es ansteuern. Entsteht das Magnetfeld, Elektromagnet. Dann macht es Klack, das ist nämlich ein Magnet, an dem grossen Anker. Und dann wird der Stromkreis da geschlossen. Das ist das Zeichen für die Batterie. Und dann leuchtet das Lämpchen. So weit nachkommen. Kleines Einmaleins im Elektrotechnikunterricht. Also, das Einzige, was ich machen muss, wenn ich will, dass das Lämpchen da leuchtet, den Schalter drücken, dann fließt da Strom durch die elektromagnetische Spule, es entsteht das Magnetfeld, der Schalter macht Klack, da ist zu und der Strom fließt und das Lämpchen leuchtet. So einfach funktioniert ein Relais. Das Eindrückliche am Relais ist, dass du da im Milliampere-Bereich mit winzigsten Stromgrössen kannst du gewaltige Stromkreise da zum Fliessen bringen. Strom kannst schalten. Du kannst mit ganz einem kleinen Strom einen gewaltig grossen Stromkreis schalten. Das ist für mich zu einem Bild geworden. Für uns Menschen. Der Bereich, das ist für mich, mein Daniel, mein Geist, meine Sehnsucht. Und ich weiss, Gottes Geist ist in mein Leben nie gegeben. Ich kann mich entscheiden, in meinen bescheidenen Mitteln, ich wette, dass der Heilige Geist wirkt. In meinem Leben, durch mein Leben, in Situationen nie. Es ist eben nicht wahr, dass einfach mein Geist gegen den Heiligen Geist manchmal wirkt und kämpft gegeneinander. Und das sind so zwei auf Augenhöhe. Manchmal wird das so gebraucht, das Bild. Also mein Geist streitet wieder dein Geist. Und dann hat man so das Gefühl, so, das ist so auf Augenhöhe. Mein Geist. Im Vergleich zu Gottes Geist, da ist David und Goliath gerade mal der Vorname vom Vornamen. Gottes Geist ist schon viel grösser. Gottes Geist, was am Anfang der Bibel heisst, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes hat geschwebt drüber. Gottes Geist, der schöpferische Schöpfergeist. So gewaltig und stark. Und das, was uns geschenkt wird, durch das der Heilige Geist in uns wohnt, Apostelgeschichte, Pfingsten,
ist, dass Gottes Geist in mir wohnt und dass ich die Möglichkeit überkomme, darf ich bitten, dass Gottes Geist durch mein Leben wirkt die Situationen hier. Ihr kennt den Spruch, wir brauchen nicht einen grossen Glauben, sondern einen Glauben an einen grossen Gott. Das ist das Prinzip. Wir dürfen mit unseren ehrlichen, bescheidenen Mitteln Gott bitten, dass er wirkt durch uns. Jedes Bild hat Grenzen, damit sage ich nicht, dass wenn wir uns entscheiden, der Heilige Geist soll uns erfüllen, neu erfüllen, soll durch uns wirken, dass er dann verfügbar ist und man könnte dann lenken und dann passiert genau das, was man will. Nein, nein, der Geist weht, wo er will. Gell? Gott ist souverän. Aber es hat etwas mit meiner Haltung zu tun. Mit meiner Haltung. Wir dürfen Gott bitten, wie wir es gesungen haben, Herr, fühl mich neu. Fühl mich neu mit dem Geist. Und das Gebet ist für mich, da den Schalter drücken. Auf das Gottes Geist kann wirken, mich neu kann erfüllen, aber neu auch in Situationen einkommen und wirken. Und so wird es auch verständlich, können wir es auch verhindern und den Geist dämpfen, wenn wir sagen, nein, nein, da brauche ich nicht das da hin. Ich mache das selber. Das lassen wir da draussen. Du kannst das Röhrchen rausreißen. Ich mache es selber. Die Freiheit, die ist uns gegeben. Der Heilige Geist. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Aber ich habe es am Anfang schon gelesen und ich werde nicht müde, das wieder zu betonen. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir dürfen uns einbringen in der Realisierung vom Reich Gottes. Wir haben einen Auftrag. Uns ist viel anvertraut. Uns ist eine grosse Ehre zuteil geworden. Aber wir sollen das auch einsetzen. Ich möchte mit uns noch das 1. Korinther 12 ein paar Verse anschauen. Über die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist ist in uns gegeben und durch das sind uns Gaben geschenkt worden. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Gott schenkt uns Gaben, die wir dürfen einbringen für den Reich von seinem Bau. Lass uns einen Moment innehalten. Ich habe da zwei Fragen. Was heisst es für dich ganz persönlich? Erfüllt sie mit dem Heiligen Geist? Und das Zweite, was hat Gott dir für Gaben anvertraut?
Das ist jetzt nicht eine Geschichte, die wir austauschen, sondern jeder für sich. Einfach einen Moment, die zwei Fragen. Wir haben die Frage nach den Gaben am Gemeindewochenende bewegt. Dann haben wir zum Beispiel von den anvertrauten Talenten haben wir uns gefragt, was hat denn Gott uns als Gemeinde für Gaben, Talent anvertraut? Und dazu wieder aus jeder Gruppe Bilder gegeben. Ich habe jetzt einfach eins rausgepflückt von denen. Verschiedene Gaben, die uns gegeben sind, da ist Kleingruppe gemeint, Leben teilen miteinander, habe ich verstanden. Mit Musik und Botschaft nach außen tragen. Jungsche, gell, die sind gerade im Pfingstlager, darum habe ich das Bild genommen. Das ist auch eines von diesen Gaben, die Jesus uns anvertraut hat. Da Uni-Okay, viel Liebe, Gott, Jesus, unser König. Uns sind Gaben anvertraut. Gaben zum Reich von Gott in dieser Welt. Der Paulus sagt im 1. Korinther 12, 7, ich habe das schon gelesen, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Gaben, die uns anvertraut sind, der Heilige Geist, der in uns wirkt, ist nicht primär zum Selbstzweck, sondern sind uns gegeben zum Bau von seinem Reich. Zum Nutzen aller. Oder der Petrus schreibt, im 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Also den Punkt müssen wir schon mal schnell anhalten. Gott hat jedem von euch. Also da ist jetzt niemand vergessen worden oder übergangen oder nicht gerade dabei gewesen, wo die Gaben verteilt worden sind, sagt der Petrus, sondern jedem von uns. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, dann ist der Heilige Geist uns geschenkt worden. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist uns auch eine Gabe anvertraut worden. Vielleicht ist das auch ein besonderes Talent, das durch den Heiligen Geist in besonderer Art und Weise gebraucht wird jetzt für den, Reich, für den Bau von seinem Reich. Aber jedem ist eine Gabe anvertraut worden. Was für eine Würde, was für eine Freiheit. Und ich glaube, es sind wahrscheinlich noch mehr, wie wir gerade so denken. Wo Jesus dir und mir anvertraut hat. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Setzt sie gut ein zum Bau von seinem Reich. Dass noch viele dürfen zum Glauben kommen. Das Einmaleins von der Gabe. Use it or lose it. Kantischüler kennen das, gell? Vor allem beim Sprachenlernen wird einem das immer wieder gesagt. Brauche es oder du verlierst es. So sinngemäß. Ich habe mal eine fremde Sprache gelernt und die brauche ich nicht mehr. Und ich habe vieles vergessen von dem. Ist verkümmert. Es ist schon noch etwas da. Und ich werde bis an mein Lebensende wahrscheinlich noch ein bisschen etwas von dem wissen. Brauche es oder wirst es verlieren. Und Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt, dass es gedeihen tut, dass es Kreise zieht. Das Beispiel von den anvertrauten Talenten. Die mehr daraus gemacht haben, das Natürlichste der Welt, sind explizit gelobt worden in dieser Geschichte. Und der, was nur vergraben hat, der kommt relativ schlecht weg. Weil es dort verkümmert ist, weil es auf der Bank jetzt noch ein natürliches Wachstum haben können. Nicht einmal das hat er gemacht.
die Gaben, die Gott dir anvertraut. Brauch sie zum Bau von seinem Reich, um Gottes Willen. Nutze es. Darum ist es dir anvertraut. Anvertraut, dass Menschen dürfen den Glauben entdecken. Dass Menschen dürfen wachsen im Glauben und Schritt tun. Dass sie dürfen in eine enge Beziehung mit Christus hinkommen und zu geistlichen Vätern und Müttern anwachsen, wo Christus der Lebensmittelpunkt ist. Und ich glaube, in diesem Bereich, da haben wir viel Angebot, auch als Kirche. Aber gerade davor wünschte ich mir, dass noch mehr dürfte passieren. Und ich noch nicht weiss, wie, aber ich dich einlade, mitzubeten, dass Menschen dürfen zum Glauben kommen. Dass in unserem Gebiet, wo über 12'000 Menschen wohnen, dass wir Gottesdienst feiern, eben mit 1%, das wären 120. Und das ist wirklich nicht vermessen. Dass wir 1% erreichen, dass da noch vieles passieren darf. Ihr habt das Bild vielleicht gesehen. Habt euch gefragt, Erdbeere, was soll denn das? Ich selber habe Erdbeere nicht gern. Das war die grösste Enttäuschung von meiner Grossmutter, die mir immer wieder erzählt, wo sie extra für mich im Garten eine Schale Erdbeere geholt hat. Und ich gesagt, ja, habe ich nicht gern. Habe ich verschmäht. Das ist mir ein tiefes Herz. Ob ich jetzt Erdbeere gern habe oder nicht, ist nicht das Thema. Das Thema ist das Bild für Frucht. Dass etwas gewachsen ist. Um das geht es. Lass uns darum beten, dass Frucht wächst. Gerade in Bezug, dass Menschen dürfen da zum Glauben kommen, dürfen Schritt tun im Glauben und dürfen weitergehen. Gott baut sein Reich in unserer Region mit und durch uns. Das ist eine grosse Würde, eine grosse Freiheit, eine grosse Ehre, dass wir da mit eingenommen sind. Ich möchte schliessen mit der Pfingstgeschichte. Die aus Apostelgeschichte 2, die ist rund 2000 Jahre alt, ich habe noch eine gefunden. Die ist rund jetzt 60 Jahre alt. Von Kurt Koch, einige kennen ihn vielleicht noch, hat ein Buch über Okkultismus geschrieben, schon ältere Schmöcker von ihm, aus seinem anderen Buch, die Geschichte. Es war am Donnerstag, dem 27. August 1970. Ich erzähle es euch. Der Missionar Muri hat sich mit seinem Team in einer Buschkirche in Sifilo befunden. Das Dorf ist an der Ostküste von Malaita, eine Insel in der Salomonengruppe, östlich von Neuguinea. An dem Tag waren etwa 3'000 Menschen versammelt. Nach der Wortverkündigung hat der Evangelist, der Muri, die Anwesenden zu einem stillen Gebet aufgefordert. Und es war so eine feierliche, grosse Stille. In dem Augenblick brach es mit Macht über die grosse Gemeinde herein. Plötzlich hörte Muri ein starkes Rauschen in der Luft. Er dachte an einen plötzlichen Sturm. Er sah besorgt auf. Die Blätter der Bäume bewegten sich aber nicht. Also konnte es kein Sturm sein. Das Rauschen schwoll orkanartig an. Für einen Augenblick dachte der Evangelist, es könnte ein notlandender Jet sein. Wieder sah er auf, weil er Gefahr für die Zuhörer fürchtete. In diesem Augenblick brach es mit aller Macht über die große Gemeinde herein. Die Menschen fielen zu Boden, weinten über ihre Sünden, taten Buße oder berichteten dem Zunächstliegenden. Nun merkte der Evangelist, dass die Macht des Heiligen Geistes über alle gekommen war. Dieses Ereignis war der Beginn einer wunderbaren Erweckung auf der Salomoneninsel. Dann führt er das noch weiter aus. Gott ist der Gleiche. Und ich lade euch ein, mit mir mitzubeten, mitzuringen, dass Gott einmal Pfingsten schenkt in unserer Region. Dass wir selber dürfen berührt werden. Dass wir als Kirche dürfen berührt werden. Dass unsere Region berührt werden.
und darf Aufbruch passieren. Die Menschen fielen zu Boden, weinten über ihre Sünden, taten Buße oder berichteten dem Zunächstliegenden. Wahre Umkehr. Und ich glaube, es fängt mit uns selber an. Mit mir. Und darum lade ich ein, einfach das Lied einmal zu singen. Herr, fühl mich neu mit deinem Geist. Mit deiner Liebe, mit deinem Glauben und mit deiner Freude. Freude ist eins von den Früchten, die genannt wird im Galaterbrief. Die Früchte des Geistes ist Freude. Dass uns die Freude richtig durch Knopflöcher durchstrahlt. Und wer will, das Gebet auch ganz bewusst beten und singen, bitte ich einfach dazu aufzustehen, um das so auszudrücken. Fühl mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir mein Gott will ziehen. Hier bin ich nur dir, hier sind meine Hände. Herr, fühl mich ganz mit Wir sind schon fast am Ende vom heutigen Gottesdienst und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sonntagnachmittag. Für den Segen und das anschliessende Segenslied bitte ich euch noch mal aufzustehen, stehen bleiben. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist,
samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Und so segne ich euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sei in Frieden mit dir. Amen.